Hallo und herzlich willkommen zum Magischen Gedanken, zum Start in die neue Woche. Heute mit dem Thema keine Motivation. Kennst du das vielleicht auch? Keine Motivation zu haben, sich so schlapp zu fühlen, du kommst morgens schon nicht so richtig aus dem Bett, du hast wirklich keinen Bock so richtig auf die Arbeit, aber irgendwo muss es trotzdem gehen. Du schleppst dich mehr oder weniger durch den Tag und freust dich in der Früh um 9 schon, bis es endlich abends um 17 Uhr der Feierabend auf dich wartet. Keine Motivation, dieser eher energielose Zustand ist etwas, so habe ich die Erfahrung, das uns täglich begegnet. Und das Gallup-Institut, ein weltweit agierendes Beratungsinstitut für Unternehmen, hat 2014 in der Gallup-Studie etwas Interessantes herausgefunden. Es wurden 1300 Beschäftigte befragt, wie es denn so insgesamt mit der Motivation am Arbeitsplatz aussieht. 16%, so stellte sich heraus, standen voll hinter dem Unternehmen und hinter den Zielen und engagierten sich sehr, sehr stark. 67% machten so quasi ja, letztendlich Dienst nach Vorschrift und 17%, und das ist das Erstaunliche, haben schon innerlich gekündigt. Für mich ein sehr erstaunliches und auch krasses Ergebnis, und es mag unterschiedliche Gründe geben, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Doch interessant ist, was kannst du denn tun, wenn du dieses Gefühl hast, du hast wenig Motivation, du hast wenig Energie, irgendwo hemmt dich etwas. Der erste ganz wesentliche Punkt ist, übernimm die Verantwortung für deinen Zustand. Wenn du einen Zustand hast, der momentan nicht so gut ist, wo du einfach wenig Motivation spürst, wo du wenig Energie hast, übernimm die Verantwortung für deinen Zustand. Für deinen Zustand bist nur du selbst verantwortlich. Mach nicht die Rahmenbedingungen, andere Menschen, deinen Chef, deine Kollegen aus dem beruflichen Umfeld, die Menschen aus deinem persönlichen Umfeld, bestimmte Menschen verantwortlich für deinen Zustand. Für deinen Zustand bist nur du selbst verantwortlich. Und wenn du diese Verantwortung übernimmst, wenn du dazu stehst, dass du diesen Zustand letztendlich auch selbst kreiert hast, das ist der erste wesentliche Schritt, um aus diesem Zustand auch wieder herauszukommen, um diesen Zustand positiv verändern zu können. Jetzt muss man unterscheiden, gibt es so kleine Motivationstiefs und große Motivationstiefs. Und bei kleinen Motivationstiefs, wie zum Beispiel, Mensch, das Wetter ist draußen so toll und du sitzt an deinem Schreibtisch und möchtest doch gern irgendwo auch das Wetter genießen, oder es kommen unheimlich viele E-Mails noch rein, die noch zu beantworten sind, gibt es die Möglichkeit, darauf entsprechend zu reagieren. Gestalte deinen Arbeitsplatz möglichst freundlich für dich, möglichst einladend, dass du dich wohlfühlst. Gönne dir für Abend schon eine Belohnung, die du während des Tages aussetzt. Freue dich da schon darauf und du wirst merken, aufgrund dieser Vorfreude wird sich deine augenblickliche Situation, dein innerer Zustand verändern. Mit solchen kleinen Dingen, in diesem Bewusstmachen, kannst du unheimlich viel schon in diese Richtung bewirken, wenn es so um kleine Motivationstiefs geht. Anders sieht es natürlich aus, wenn die Motivationstiefs größer sind. Wenn du dich also fragst, warum mache ich das eigentlich noch, was ich mache? Wenn du irgendwo bestimmte Dinge gar nicht mehr richtig im Fokus hast und du wirklich dir die Sinnfrage stellst, dann solltest du auf jeden Fall dir das bewusst machen, auch nicht schleifen lassen, sondern mal rausgehen und dir diese Situation richtig bewusst machen. Und dich auch mal wirklich in aller Ruhe fragen, was ist denn der tiefere Sinn von dem, was du machst? Warum hast du dich irgendwann entschieden für diese Tätigkeit? Was hat sich im Verlauf der Jahre verändert? Und wie schaffst du es wieder, diesen Sinn neu für dich zu entdecken? Wo steckt eventuell auch wieder was, wo du bisher nicht mehr gesehen hast? Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, frage dich auch einmal, wo ist wirklich das Gute bei dem, was du tust? Es ist sicherlich auch gute Dinge, die in deinem Job da sind. Es sind gute Dinge, die in deinem Umfeld da sind. Aber häufig übersehen wir die natürlich in dieser Situation, wenn die Motivation, wenn die Energie nicht mehr so hoch ist. Und dann kannst du dir auch noch die Frage stellen, durch das, was ich mache, wie bereichere ich das Leben anderer Menschen? Wobei unterstütze ich andere Menschen? Auch das gibt dir natürlich ein Stück weit wieder mehr den Sinn, auch wieder mehr Energie, und du kannst bestimmte Dinge wieder aus einer anderen Sicht heraus angehen. Wichtig ist, dir das bewusst zu machen. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Love it, change it or leave it. Du kannst die Dinge annehmen, ein Stück weit auch wieder lieben lernen. Das ist das eine, dann wirst du merken, dass automatisch sich wieder was positiv verändert.
Du kannst Dinge bei dir verändern, die du verändern kannst. Wenn du aufgrund deiner Auszeit der Fragen, der reflektierenden Fragen merkst, das sind Veränderungen möglich, die du für dich in deiner Verantwortung treffen kannst. Und die dritte Möglichkeit, wenn es gar nicht mehr geht, verlasse den Ort, an dem du jetzt bist. Doch wichtig ist, hier keine vorschnellen Schüsse zu machen. Überlege dir das gut, mache dir das richtig bewusst, rede vielleicht auch mit Menschen, die dich dabei unterstützen können. Und dann ist es wichtig, vor allen Dingen zu fragen, was sind deine Stärken, in welchen Bereichen fühlst du dich wohl, was sind Tätigkeiten, in denen du richtig aufgehst und wo findest du dieses Umfeld und diese Tätigkeiten. Und so hast du Stück für Stück die Möglichkeit, natürlich wieder neue Motivation, neue Energie bei dir zu spüren und natürlich auch ein ganz anderes Lebensgefühl dadurch zu kreieren. Das waren jetzt ein paar so Tipps, wie es möglich ist, Motivationslöcher zu überwinden, aus Motivationstiefs wieder herauszukommen, weil ein Motivationstief kann passieren, gar keine Frage, aber es ist grundsätzlich, bin ich überzeugt, nicht unser natürlicher Zustand. Und je besser unsere Energie, desto besser sind auch unsere Ergebnisse in allen Bereichen unseres Lebens. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, immer wieder sich bewusst zu machen, wo ist momentan derzeit mein Energie- und Motivationslevel, passt es, beziehungsweise was kann ich tun in der eigenen Verantwortung, um das auch wieder zu verändern. Vielen Dank, dass du auch bei diesen magischen Gedanken wieder dabei warst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, toi toi toi, viele motivierende und inspirierende Situationen natürlich in deinem beruflichen und persönlichen Umfeld und mache dir immer bewusst, in dir steckt mehr. Erkenne dein Potenzial, lebe und entfalte dein Potenzial. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, dein Jürgen Zwickel.